Ja, hallo, herzlich willkommen zum Eberl Wintergartenblog. Heute zeige ich euch mal anlässlich unser Open Week vom 2. bis zum 8. Mai. Waren es unsere neuen Produkte und zwar ein Ophir-Grill. Ophir-Grill ist praktisch Grillen auf dicken Eisenplatten mit einem Feuer. Wenn ihr sowas live sehen wollt, am 3. Mai von 14 bis 17 Uhr ist bei uns Live-Cooking, also Live-Grillen. Da ist der Lieferant selber da mit einem Koch und dann würde ich euch zeigen, wie das funktioniert. Ich selber habe auch so einen Grill. Was steckt da dahinter? Eigentlich läuft es unter dem Thema Gemeinschaftsgrillen. Das heißt, beim klassischen Grillen steht der Hausherr meistens an ihr am Grill dortend und tut das ganze Zeug bearbeiten und die Meute sitzt am Tisch und wartet aufs Essen. Da ist es anders. Das heißt praktisch, dieses Gemeinschaftsgrillen, eigentlich ein Erlebnis miteinander. Das heißt, man steht um die Feuerschale rum. Die Feuerschale hat eine dicke Kohlenstoffstahlplatte mit 15 mm und die wird heiß und da grillt man drauf. Man tut dann bloß ein bisschen Öl drauf und dann kann sich jeder sein Zeug so gar und durchmachen, wie er will. Und das Ganze gibt es mit mehreren Unterbausätzen. Das, was wir hier haben, ist jetzt der Pro. Der ist praktisch auf Rolle mit einem Griff dran. Also für alle, die sagen, ich schiebe mal auf Zeiten, hole wieder raus. Aber eigentlich kann man genauso gut stehen lassen. Warum? Weil es einfach wetterfest ist. Das heißt, da gibt es in Kartenstahl oder gibt es in schwarz lackiert. Je nachdem, wie der Geschmack ist. Ich habe jetzt auf dem Grill noch eine Schutzhaube drauf. Und da ist es so. Die Schutzhaube ist ganz interessant, weil wenn es nämlich ringer tut und es läuft in diese Schüssel Wasser rein, dann wird das Wasser in dem Gehäuse abgeleitet und tropft unten raus. Da ist aber in der Regel ja Rückstände drin, halt von der Kohle, vom Brikett, vom Holz. Und dann habt ihr auf der Terrasse einen Fleck unten. Drum braucht ihr immer eine Abdeckhaube. Ich mache mal die Abdeckhaube runter, dass ihr es einmal seht. Man sieht also hier, das ist das Modell Pro. Mit Rädern, Griff dran. Da ist die eigentliche Feuerschale, da wird dann ein Feuer entfacht und auf dieser dicken Platte, da, die wird dann heiß und da kommt dann das Grillgut drauf. Da gibt es diverses Zubehör, das zeige ich euch auch noch. Ich wechsle jetzt einfach schnell mal den Standort. Das hier ist das Modell Island. Island einfach, weil es einfach größer ist, unten rein kann man dann ein Holz richten. Man hat noch Ablagen zum Schneiden, Griff dran, ist auch wieder fahrbar. Außen rüber ist nur ein Holzring. Da kann man dann sein Bier hinstellen. Das ist eine ganz schöne Sache. Dieser Ring hier ist praktisch ein Aufsatz, dass euch Würstel oder sowas nicht nach innen rollen. Warum? Weil natürlich das Thema, die Platten birgt sie beim Grillen ein bisschen nach innen. Das heißt, ihr erzeugt ein leichtes Gefälle nach innen und dass euch da nichts reinfällt. So, jetzt zeige ich euch, was zu dem Thema Zubehör es gibt. Das heißt, also praktisch, es gibt auch hier eine sogenannte Abdeckplatte, wo man einfach, wenn man Reste hat an Kohle, an Holz, wenn man es nicht verbrennen lassen möchte, tut man einfach die Platten drauflegen und dann ist das Ganze einfach vom Sauerstoff abgeschlossen und erstickt und somit könnt ihr einfach die Kohle wieder hernehmen. Das sind gepresste Kokosschalen, also sehr umweltfreundlich, nachhaltig. Also man tut da nicht auf fossile Brennstoffe zurückgreifen, sondern erzeugt Briketts mit Abfall, also von der Kokosindustrie. Das sind gepresste Fasern dazu, funktioniert sehr gut, man riecht in den Ofen ein und man kann dadurch auch schöne heiße Zonen, Röstzonen machen, Ruhezonen machen. Ist sehr gut, beim Feuer ist alles ein bisschen schwieriger, weil ein Feuer einfach mehr Volumen hat und da unterschiedliche Grillzonen zum Zusammenbringen ist nicht einfach. So, ich habe jetzt einmal den Pizzaofen draufgestellt. Der Pizzaofen ist nichts anderes wie ein Aufsatz auf den ganzen Feuerschale drauf. Das heißt, ihr könnt es hier klassisch eine Pizza-Railing, ein bisschen Mehl rein und mit dem Griff oben das Ganze öffnen und schließen. Natürlich solltet ihr da auf alle Fälle einen Handschuh ziehen. Wir haben Handschuhe in zwei Farben als Lederhandschuh dort. Gibt es auch im Zubehör und da könnt ihr dann einfach das Ganze auch schön öffnen und schließen. Dann gibt es das gleiche praktisch nochmal als richtiger Grillrost. Ja, man sieht es, also der ist praktisch ein ganz klassischer Grillrost. Auch den kann man draufstehen. Und wenn ich sage, ich mag irgendeine schöne Struktur auf einen Steg drauf haben, ich mag es ein bisschen ins Feuer haben, ein bisschen Rauch rein, dann kann man es da drauf legen, weil auf der Platte es einfach eine geschlossene Fläche ist. Also man sieht, es gibt wahnsinnig viel Zubehör zu dem Thema. Also wenn es euch interessiert, das ganze Thema Grillen, Gemeinschaftsgrillen, am 3. Mai ist da bei uns Showcooking in der Ausstellung und da bin ich freuen, wenn es kommt. Danke, ciao!